Und es ist immer wieder back to Fallout. Eigentlich war ich schon ein Stückchen weiter, aber ich habe versucht, auch auf F9 Ding zu machen, schnell zu laden. Aber dabei habe ich die Aufnahme ausgemacht. Deswegen bin ich gerade so furchtbar cool. Wir haben ja unseren Sneak geskillt, dass wir mehr Sneak-Schaden machen. Jetzt rennt er halt vom Bett weg, der Dödel. Da oben war irgendwo noch einer gesessen. Also keine Sorge, ich habe nur die drei gekillt und dann ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme bei 3 Minuten oder sowas steht. Gibt's jetzt keine. Warten Sie jetzt entdeckt, ne? Okay. Bitteschön. Grenade für euch, haha. Oh je, Barracuda. So, Adalassa, wo bist du? Wartet mal kurz. Ich glaube, wir haben den Adalassa noch nicht auf die richtige Ding gelegt. Strohhalm. Strohhalm. Auf die 6. Incoming, Beach. Huah! Oh komm, er unterbricht meinen Schlag. Kacklurch, richtiger Kacklurch. Au. Der andere schießt auch von oben, ist ein bisschen nervy. Aber guck mal, den legen wir. Ist volle Pulle, komm. Leck mich doch. Komm. Du fischgesichtiger Affenfurz, what the fuck? Die? Okay, alles cool. Das war leicht peinlich, aber... So, tschüss. Kate, ich brauch dich einfach als Backup. Danke, das habe ich gebraucht. Ja. Die Worte oder das Stimpack, Kate? Irgendjemand schießt auf uns. Kate, hast du schon gemerkt? Bumm. Dass sie so ein bisschen Aggro zieht oder Aggro verzieht. Irgendwas soll sie bitte machen. Oh. Und zack! Weg ist er. Diesen Sack da oben noch holen. Und dann passt es. Wir sind gerade auf dem Weg in die Wim-Fabrik, denn wir wollten diese Pumpe holen. Warum wird mein Ultra dann unterbrochen? Das nervt mich. So. Wir wollten diese Pumpe wollen wir holen. Und darum rasten wir jetzt hier ein bisschen aus. Haben wir nichts mehr zum Naschen? Okay, gut. Die Stimpacks kann ich auch von hier reindrücken. Ah, da hat ein Repetiergewehr, muss immer repetieren. So, Bumbuck. Tschüss. Hahaha. Oh. Ah, im Flug hat er die Ultra abgebrochen. Kate, wo bist du eigentlich? Machst du auch irgendwas? Hier bin ich. Sehr schön. So, ist hier irgendwas versteckelt? Nein. Eine Küchenwaage. Gut, dann können wir jetzt reingehen. Und ausrasten. Wir wollen jetzt nämlich die Pumpe haben, die leckere. Ich trinke noch einen Schlückel. Und dann geht es los. Ist heute für euch eigentlich Livestream? Ja, ich glaube, heute ist Donnerstag. Also für euch, damit ihr das Video seht. Ich wollte das Film nicht nehmen. Oh Gott, was ist hier los? What the fuck, Alter? Elephants. Jetzt hat er jetzt zur Jagd gerufen. Ach komm! Ja, jetzt wird's bei mir. Oh Gott, wow. Der hat voll meinen Kugel abgebrochen, dieser scheiß Hundekothund. Hey. Ah, und jetzt? Was sagt er jetzt, hä? Hier ist irgendwas mit. Oh Gott, habe ich gerade eine Ultra-Wim aufgehoben. Jetzt bin ich doch aber bestimmt zu fett. Schießt die gerade? Oder schießt. Nee, da hinten schießt jemand. Da oben schießt jemand, okay. So, bye bye. Irgendwann ist auch mal gut. Wir sind gleich Level up. Hallo. Ah, viel Munition haben wir ja nicht für die Bombe. Sollte ich nicht so verbrauchen. Was haben wir hier auf 1 stehen? Macht das irgendein Ultra-Damage auf die Mutanten? Dieses Teil? Das sehen wir gleich. Das ist halt auch im Keller. Okay. Eine verbesserte Tür. Die Kate kann ruhig mal ein bisschen metzeln. Ja, komm. Wir arbeiten hier mal auf den Uprank hin, auf das Level Up, verdammte Scheiße. Jetzt aber. Geschafft. Stinkpack, Blutpaket. Munition. Das war's, alles klar. Da ist das Exit direkt wieder. Langsam richtig Spaß. Zum Parkplatz hin. Und hier geht's. Fabrik Boden. Also wir haben ja viele Wege, die wir gehen können. Kleiner Mistfink. Kleiner Mistfink?
Ich glaube, es geht los. Die Kate. Wow. Mistfink? Was kann man da machen? Das ist so ein, oh, so ein Vorbereit-, so ein Verkaufsvideo-Testraum. Okay. Nix da. Ich was hören. Auch nichts da. Was hörst du denn? Mich? Bist gleich weg vom jeglichen Gehör. Ich natz dich nämlich. Ich schieße dir die Ohren ab. Oh fuck, er schießt mir die Ohren ab. Ach Kate, ich glaube nicht, dass du den findest. Der ist über dir. Und du bist scheiße langsam, Kate. Ich kenn. Raffiniert! So. Hoppa. Machen wir hier mal auf und holen uns die Munition. Ich hoffe, Schrotmunition. Das wär's. Das wär's. Okay. Hallo, Zachary. Scheiße. Was ist da passiert? Oh, Captains Mischung. Und nochmal ein Experten-Safe. Ich wollte gerade sagen, schon offen, aber nein, schon kaputt. Na? Hallo? Aha! Haben wir den Weg rüber? Hier. Fast hier. Na also. Ja. Eine Automatikpistole. Und ich nehme an, mit diesem Terminal können wir, oder hätten wir diesen Safe auch aufmachen können. Wir sind der Owner, das müsste doch eigentlich schon reichen. Ich bin gerade blind rangegangen. Jetzt mal so, jetzt. Ah. Also. Sense. Null Treffer. Das könnte das sein. Das wär's. Und das ist es. Zeitplan. Gefahrenzulage mit Willis aus der Produktion besprechen. Quartalsbericht aktualisieren. Mittagessen mit A und C. Vernon Conroy von Nuka anrufen, um ein Treffen mit der Versand... mit den Versandmitgliedern zu arrangieren. Sheriff Dienststelle wegen Neuigkeiten zu Kneipenschlägerei anfordern. Iris dazu bringen, das Rezept für die Captains Mischung rauszugeben. Mit A und C bei der Bowlingbahn treffen. Okay. Also die haben wohl mit Nuka-Cola angebandelt. Mhm. Die Reed, wie können sie es wagen? Oh, 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 oh. Mr. Young, mir egal, wie oft die Investoren bei ihnen wegen eines Treffens mit Nuka anfragen. Meine Familie hat nach wie vor die Aktienmehrheit und ich bin nach wie vor der CEO. Vernon Conroy ist eine Schlange und wir werden niemals mit Nuka zusammenarbeiten. Und falls sie jemals wieder hinter meinem Rücken Treffen mit unseren Konkurrenten vereinbaren, endet ihr Beschäftigungsverhältnis umgehend zu früh für den Produktionsbeginn. Madison, was zum Teufel ist da los? Leroy in der Produktion meinte, sie hätten nach dem Rezept für die Captain-Mischung gefragt, um Großbestellungen für die Produktion ausgehen zu lassen. Er hat das Rezept noch nicht, da nicht einmal die Hälfte der Geschmackstests abgeschlossen ist. Ich weiß, bisher ist alles gut gelaufen, aber Doyle hat er versprochen, das Produkt nicht übereilt auf den Markt zu werfen, bevor wir nicht genügend Zeit zur Optimierung hatten. Das ist dieses Zeug, was wir eben aufgehoben haben, ne? Sie sollten doch wohl am besten wissen, dass wir uns damit keinen Fehlschlag erlauben dürfen. Na. Ja. Gefahrenzulage? Was für eine Gefahrenzulage? Das ist doch wohl ein Witz. Wie können Sie Geld für diese große Marketingkampagne ausgeben und nichts für die Gefahrenzulage unseres Personals übrig haben? Das war der dritte LKW, den es diese Woche erwischt hat. What the fuck? Ich sag Ihnen, jemand will uns erledigen und ich kann die Leute nicht bieten, dass diese Risiko ganz normal lohnt einzugehen. Dieser Marketing-Scheiß Heidenei bringt rein gar nichts, wenn das Getränk nicht in den Läden steht. Also scheinbar haben die echt Probleme mit den Leuten von Nuka-Cola, nehme ich an. Oh Gott, das bringt mal gar nichts. Mein Herz! Ah, Schmerz. Die legen ständig die Dinger flach. Die LKWs. Und jetzt? Hä, und jetzt? Was ist los? Dreckarsch, Schiss. Ah, fuck. Warte, ich häng. Das zählt nicht. Ah, nachladen auch noch. Dieser unnötige Move. So. Ja. Das ist bestimmt hart. Also einen riesen Konkurrent zu haben. Also von wem hat man ja irgendwie noch nie was gehört? Was kann diese Captains Mischung? Müssen wir es gleich mal durchlesen. Was die so drauf hat. Chaos. Was könnte es sein? Aha. Spice. Ich nehme an, es ist hinten ein S. Das ist cool. Hinten. Jawoll! Interner Mail-Transfer. Hoppala. Das ist die erste. Das sind großartige Neuigkeiten.
Norman, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich diese Woche gebraucht habe. Nach diesem Vorfall mit der Kneipenschlägerei war ich mir sicher, dass wir uns das mit den offiziellen Getränken des Staates Maine hätten abschminken können. Ich weiß nicht, wie Sie die Gouverneurin davon überzeugen konnten, zumindest abzuwarten, wie sich alles entwickelt, aber das ist besser als nichts. Wenn wir das Blatt wenden und national durchstarten können, werden Sie für Ihre harte Arbeit fürstlich belohnt. TV-Werbung muss verschoben werden. Norman, ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber wir müssen die Fernsehwerbung bis Januar zurückziehen. Der Prozess, die neuen LKWs und Maschinen und dann auch noch die gescheiterte Investition lassen uns keinen Spielraum mehr. Wenn Sie nicht anrufen und die Spots stornieren, muss Mr. Reed das übernehmen. Alex wird das angehängt. Norman, ich weiß, dass Sie den Vorfall in der Kneipe irgendwie herunterspielen wollen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Alex diesem Mädchen nichts angetan hat. Drei Leute aus der Fabrik haben alles gesehen. Er stand auf, um sich ein Bier zu holen, und als er sich umdrehte, hat sie ihm sofort eine aufs Auge gegeben. Er konnte nicht mal klar sehen, als er zurückschlug. Das war ein Reflex. Er ist ein ehemaliger Soldat, dafür kann man ihm nicht die Schuld geben. Der Geschmack von Maine. Ich muss kurz was trinken, Leute. Was zum Teufel soll das überhaupt bedeuten, Norman? Der Geschmack von Maine? Wie schmeckt denn Maine? Ihrer Meinung nach, soll ich etwa Bäume und Nebel in eine Flasche stecken? Oh, ich weiß, wir nehmen Hummer und Farnspitzen und dazu vielleicht noch ein Karohemd. Ein Karohemd. Ich verstehe, dass Sie das auf der Schiene der lokalen Spezialität voranbringen wollen, aber mal ganz ehrlich, lächerlich geht es. Lächerlicher geht es nicht. Hey, das ist doch eine super Idee. Das WIM-Repräsentantenprogramm ist eine Weile gut gelaufen. In letzter Zeit hat es jedoch einige Vorfälle gegeben. Eine der Powerrüstungen, what, wurde direkt vom LKW gestohlen. Einer unserer Repräsentanten kam ins Krankenhaus, nachdem ihn offenbar irgendeine Frau in einer Kneipe windelweich geschlagen hatte. Angeblich hatte er nicht einmal mit ihr gesprochen, bevor sie ihn aus heiterem Himmel angriff. Einem Reporter erzählte sie aber, sie wäre unsittlich berührt worden. Aha, aha. Zeugenberichten unterstützen seine Aussage in den Nachrichten vor Ort, macht sich der Vorfall allerdings nicht sonderlich gut. Auf ins Abenteuer. Der Start der Auf ins Abenteuer-Kampagne war bisher äußerst erfolgreich. Marktstudien haben ergeben, dass 87% der Testgruppen begeistert und fasziniert von der Printwerbung sind. 56% sagen, sie würden wahrscheinlich eine Flasche Wim kaufen, nachdem sie die Werbung gesehen hatten. Wir haben immer noch Probleme, einen Namen für die weibliche Figur zu entwickeln, die Markenwahrnehmung fördern könnte. Aufgrund finanzieller Engpässe. Was wollen die denn da machen? Diese Bilder würde ich gerne mal sehen. Ich überlege gerade, was für eine Frau hängen die hier irgendwo rum? Diese finanziellen Engpässe, aufgrund von finanziellen Engpässen haben wir auch die Suche nach einer Darstellerin auf Eis gelegt. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Captain Mischung. Die provisorisch als Captain Mischung bezeichnete Testformel 10.78.4 war bisher ein weitaus größerer Erfolg, als wir uns das hätten vorstellen können. Trotz anfänglicher Vorbehalte der F&E-Teams gegen die Entwicklung eines Getränks, das den Geschmack von Maine wiedergibt, scheint diese Formel bei den Testern äußerst beliebt zu sein. Ziemlich seltsam, wenn man bedenkt, dass der Geschmack überwiegend als fischig beschrieben wurde. What the fuck? Mr. Reed hält sich mit einem vollständigen Marktstart zwar noch zurück, wir konnten ihn aber zu einem regionalen Testvertrieb bewegen. Was für eine Frau ist... Ist das die Direktor oder was? You've got Wim Quartz. Also die haben auch verschiedene Formen, so wie bei Nuka-Cola eben auch. Ajo, das ist diese Troller. Escape to Adventure. Ja, warum nicht? Frauen machen sich immer gut. Ne? Ja, ich kriege immer gute Werbung. Ne? Yeah. Cool. 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 Haben wir hier noch eine Captain-Mischung? Ist irgendwas drauf? Nee. Was ist denn jetzt Wim? Was ist das für ein Gesöff? Wim. Ach, also es ist scheinbar einfach nur Passwort. Das Wim, ja, sehr schön, Passwort. Es ist passiert, hoppala. Die Sirenen sind losgegangen. Ich habe mich in mein Büro eingeschlossen, aber die Berichte im Radio waren beunruhigend. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie hier eingreifen würden, aber wer weiß, was die Chinesen vorhaben. Scheiße, gerade habe ich eine Explosion vor dem Gebäude gehört. Das können sie nicht sein. Warum sollten sie denn eine Fabrik für Erfrischungsgetränke angreifen? Oh Gott, ich muss hier verschwinden. Wir wissen also, Erfrischungsgetränke sind wahrscheinlich Limonaden oder so. Hoppala. Treffen mit Investoren. Anscheinend muss ich mich mit den Vorstandsmitgliedern treffen, um das mit diesem Übernahmechaos hinzukriegen. Ich werde mich nicht von Nuka dazu drängen lassen, die Firma zu verkaufen. Den Kampf um das Quarz-Wahrzeichen haben wir bereits verloren. Wahrscheinlich müssen wir den Verkauf bis zum Ende des Jahres einstellen. Ich muss sie nur dazu bringen, zuversichtlich zu bleiben, bis wir die Captain's Mischung rausbringen und unsere Getränke in allen Bundesstaaten verkaufen können. Es ist fast alles soweit. Jetzt müssen wir nur noch die letzten
Hürden überwinden, um in großem Maßstab konkurrenzfähig zu sein. Bitte, und dann schlagen die Bomben ein. Der interne Mailverkehr. Sir, ich wollte Sie nicht übergehen. Die Investoren haben mit Vernon Conroy gesprochen und gedroht, ihre Anteile nach den verschiedenen finanziellen Problemen im letzten Jahr direkt an ihn zu verkaufen, falls wir nicht wenigstens ein Treffen anberaumen, um die Situation direkt mit ihm zu besprechen. Oh shit. Selbst mit einem Anteil von 5% würde er einen Sitz im Vorstand erhalten und Sie müssten ihn sowieso treffen. Wie soll ich nun vorgehen? Das ist bitter. Wir werden angegriffen. Mr. Reed, ich weiß, dass Sie auf dem monatlichen Treffen die Probleme beim Vertrieb als reine Zufälle dargestellt haben. Aber bei allem nötigen Respekt, Sir, da liegen Sie falsch. Das sind nicht nur irgendwelche Überfälle oder Diebstähle. Unsere LKWs wurden gestohlen, es wurde auf sie geschossen, unsere Fahrer wurden überfallen und selbst die Techniker melden seltsame Vorfälle mit den Maschinen. Das ist nicht einfach nur Pech, sondern ein Angriff auf die Firma. Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, verlieren wir Personal. What the fuck? Mr. Reed, ich kann gar nicht glauben, dass die Leute diese Captains-Mischung wirklich mögen. Ich hielt Norm für verrückt, als er mich bat, den Geschmack von Maine in eine Flasche zu bringen. Ich möchte Ihnen gar nicht sagen, was in dem Rezept enthalten ist, da Sie mir wahrscheinlich sowieso nicht glauben werden. Wir können das Getränk in begrenztem Rahmen rausbringen, brauchen aber mehr Zeit für Tests, bevor wir es dauerhaft ins Sortiment von Wim aufnehmen. Ein weiteres Angebot. Mr. Reed, Vernon Conroy von Nuka hat heute wieder angerufen. Er hat das ursprüngliche Übernahmeangebot um 5% erhöht und will Kopien davon an unsere Investoren schicken, falls sie ihn nicht zurückrufen. Möchten Sie das Angebot wirklich nicht annehmen? Mit unseren Finanzen steht es schon seit Jahren schlecht, Sir. Ich weiß, dass die Firma der Stolz ihrer Familie ist, aber wäre das wirklich so schlimm, unter dem Dach von Nuka zu arbeiten? Ich nehme an, dass der Vorstand dann wahrscheinlich doch sehr schnell gekickt wird in so einem Fall, oder? Die Insel. Wir gehen mal kurz raus und gucken, wo wir stehen. Vielleicht stehen wir auf dem Dach oder irgendwie sowas. Ich würde jetzt gerne noch so eine Power-Rüstung am Start haben. So eine Wim-Power-Rüstung ist bestimmt cool, mit so einer Tulla drauf. Also die haben zwar geschrieben, sie wäre geklaut worden, aber ist bestimmt noch eine da. In einem Lager oder so. Na, komm. Das ist schon echt interessante Geschichten. Sowas finde ich cool, wenn das im Spiel eingebaut ist. Du hast einfach einen Ort und hast die komplette Story über diesen Ort. Du weißt, was da passiert ist. Kannst mitfühlen vielleicht, wenn du mitfühlender Mensch bist. Das ist irgendwie cool. Wir sind hier direkt am Wasser. Ist da unten irgendwelche Feinde? Das klingt so merkwürdig. Schicke Haare. Was ist das? Oh. Was ist das? Ich bin das. Ihr Ficke? Hallo? Tja. Monsieur Sack. Brahmenfleisch. Er hat einfach Brahmenfleisch dabei. Hier ist nichts. Ist etwas dunkel. Gehen wir noch hoch. Ich dich hören. Ich dich auch hören. Sprechen, Dreckpisser. Ich dich holen. Wow. Ich komm jetzt zu dir, du Sack. Du dai, du dai. Ich reiß dir den Anus auf. Er hat einen Raketenwerfer. Wow! Hab mir den Kopf geschossen! What the fuck? Kete? Geh mal hoch, hol dir den. Der ist verrückt geworden. Er schießt einfach mit dem Raketenwerfer auf einen Mensch! Wo sind wir denn hier? Was ist denn da los? Sind wir da in Daktari oder was? So, den Ballsack erstmal zerstört. Dann kurz speichern. Oh, hört ihr das? Wow, hier ist noch irgendwo einer mit so einem Atombömmchen in der Hand. Ich glaube, direkt hinter mir ist der. Ich geh mal kurz in Critical rein. Oh, ja, hinter mir steht einer und schlägt mich schon. Komm weiter. Oh mein Gott, das gibt doch nie im Leben. Au. Hallo, ich häng. Ach so, ja, wir haben ja Zeitlupenhandschuhe oder sowas. Geiler Scheiß. Du, hier. Kein Stinkpack nehmen. Oh, die sind ja cool. Schmeißt du gerade eine Granate auf mich und ich stehe direkt vor dir, Dumpatz? Ey, das ist ja ultra cool, dieses Teil. Das ist automatisch die Zeit verlangsamt, wenn wir, ich glaube, unter 20% sind. Und dann verlangsamt es scheinbar für vorneweg 10 Sekunden, auch wenn ich dann wieder hochgeheilt bin. Oh Gott. Kete, hast du das? Kete? Wo ist denn der? Ist der hier oben? Ja, der ist hier oben.
Oh oh. Ich hoffe, ich treffe ihn. Shit, er ist schon so nah. Oh. Oh, 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 oh. Schreien um Gnade. Ja. Ich glaube, das waren alle. Wo ist jetzt diese ultra coole Rüstung? Ist die da oben? Na, gehen wir da hoch noch. Da kam er ja, glaube ich, ursprünglich her, der Kerl. Okay, da ist ein Labor eingerichtet. Hier ist nichts direkt. Hier waren wir eben am Fighten. Wir können da hinten noch hoch, aber kommen dann nur auf die gleiche Ebene wie das, wo wir eben schon waren. Aha. Hier. Ah ja. Ja, okay, das ist das, was ich eben von oben gesehen habe. Schade, hier ist irgendwie keine. Hier ist keine, keine Rüstung. Aber eine Aster. Ja, sehr schön. Ist hier sonst noch irgendwie was? Schlosserhammer. Das hier unter uns. Ich glaube, da kann man noch durch und rein, ja. Da geht es wieder in die Wimfabrik rein. Wir sind auch hier auf jeden Fall noch nicht fertig. Ah, da unten sind die Schweinehunde. Vor allem brauchen wir eh noch die Dinge. Wir brauchen ja noch die, ne, das, weswegen wir überhaupt da sind. Ich hoffe, dass die Rüstung, von der gelabert oder doch von der geschrieben wurde, dass die bei dem Quest-Gegenstand ist. Wir gehen jetzt in den Firmenhauptsitz von Wim. Guck mal kurz aufs Handy, dass da gerade eine Spitze da weggeflogen ist. Mein Grill müsste auch. Ah, sie fährt jetzt los, okay. Läuft, perfekt, perfekt. Optimal. Hier waren wir schon. Genau. Okay. Wo ist jetzt diese Sache? Geht jetzt da unten einfach raus? Der ging's raus. Oder? Genau. Aber wir hatten hier noch. Ist die Quest überhaupt aktiviert? Ja. Wo waren jetzt die Zugänge zu der. Hier unten. Der Parkplatz? Lass ich mal noch kurz. Wir gehen mal in die Fabrik Boden. Da ist die. Wir müssen in die Abfüllstation, hat sie gesagt. Da soll die Pumpe sein, die wir suchen. Mal gucken. Oh, ich krieg langsam voll Hunger. Chisil. Na alla, na alla, na alla. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Da vorne sind doch wieder Feinde. Falls, also das Ziel scheint auch hier zu sein. Wundert mich jetzt, dass es nicht angezeigt wurde. Also das als Questziel hier. Ich bin's, du Pizza. Lass du mich finden. Zack, bitteschön. Nett schlagen, hör auf. Oh, oh. Ah, shit. Ich habe den Critical auf bisschen ausgelöst, das hatte ich gar nicht vor. Naja, boah, wie cool das aussieht. Sag mal, der Critical. Oh Gott, hier ist hier. Gott, was geht hier ab? Die nervt voll die Waffe, weil die so viel verdeckt. Was? Jetzt gibt's ja auch noch Maulwurfs-Ratten-Mütter. Das ist doch ein Scherz. Auch diese Waffe ist bald leer. Ich will nur ganz kurz gucken, dass wir hier gescheit ablaufen alles. Wir gehen erstmal runter. Gucken uns danach oben um. Da oben liegt jemand drin. Okay. Oh. Die hat eine Gamma-Kanone dabei. Nice. Ich hoffe, die ist krasser als unsere. Komm mit, Kate, wir gucken hier alles ab. Warum geht's genau in die Richtung, in die ich jetzt gehe, weiter? Ach du Scheiße. Okay, wartet kurz. Boah, ist es voll hier, ist es voll. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Was ist denn hier los?
Alter, was ist denn da drin? Es wackelt. Leute, der Bildschirm wackelt. Wir machen mal auf, wir gucken mal. Weapon. Aha, also ich denke, es ist was, wo der zweite Buchstabe ein E ist. Shit. Boah, das Gesteppe, Coyote. Jawohl. Jetzt speichere ich hier kurz ab. Jetzt, wo wir das offen haben. Eine Zeitverschwendung werden. Gucken wir mal kurz hier. Systemfehler. Okay. Benutzermemo. Wer das liest, sollte die Türen lieber nicht öffnen. Ich habe Gruen dort eingesperrt und wenn er rauskommt, dürfte er nicht sonderlich erfreut sein. Wer ist denn dieser Gruen? Oh fuck. Hallo Gruen. Kate, geh lieber weg. Kate, das ist Gruen. Der ist total krass, der Gruen. Was ist hier los, Alter? Warum haben die sowas? Feige Menschensau. Kate, schnell, komm hoch. Komm hoch. Ich hoffe, dass der Gruen einfach... einfach auch die anderen schlägt. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es trotzdem. Ja, guck mal, da schießt jemand. Der schießt wahrscheinlich auf die Kate, ne? Die ist ja auch hier. Umbringen! Wir gucken mal kurz. Der schießt auf den, cool! Er scheint zu stuck. Komplett. Na, ja, das dachte einfach. Alles klar. Hast du den jetzt gerade echt umgebracht, alleine? Wow. Und seine Waffe drückt aber auch gerade echt rein. Was ist denn hier los? Oh, erstmal schön daneben geschossen, obwohl ich vor ihm stehe. Gut. Zack, zack. Komm, da kriegt ein Critical. Oh. Ah, der war hier. Okay. So. Ich weiß, wir sind fast... also, wir sind sehr low. Gehen hier mal über links. Da rein, wo Grun war. Ah, da ist eine Kiste. Sehr schön. Sonst nichts. Keine... keine Rüstung oder so. Ich will nicht so eine Wim-Rüstung. Aber hier ist irgendwo eine. I know it. Gehen wir halt hier lang. Hallo. Booyah-Shaka. Der nächste, Digga. Boy, boy, bitch! Kate, schlag, 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 Kate, schlag, gegen, schlag, gegen Kate, bevor mich... oh. Ich hasse es, verarscht zu werden. Ich hasse es, wenn Köpfe auf mich fallen. Aber Kate, du bist echt übergrob. Du feiges Stück Scheiße, sagst du. Das ist schon echt ein Grill. Nach meinem Geschmack. Boah, daneben geschossen, aber daneben geschossen, ich stehe doch nicht vor dir! Au. Ich saufe jetzt dieses Wim-Zeug. Mmh, lecker. Nein, was ist das für lecker? Oh, shit! Shit, der hat mich fast umgebracht. Ey, diese Zeitlupe ist wirklich ein Lebensretter. Die ist ein richtiges Schätzchen. Die ist ja wirklich krass. Komm, was ist denn diese Captain-Mischung? Meereswunder greifen dich nicht so schnell an. Ich trinke erstmal eine, weil die mich voll macht. Und zwar zu 100%. Was schon mal sehr nice ist. Ach ja. Und. Was dazu noch zu sagen ist. Wir sollten Ding erhöhen. Irgendwie sollten wir doch mehr Leben durch unsere Stinkpacks bekommen, oder? Meint er nicht auch? Obwohl wir auch Schmied und Rüstungsmeister hochmachen müssen. Ich weiß. Aber wir bekommen echt wenig live. Da, das holen wir jetzt. Das machen wir. So. Das musste jetzt sein. Nochmal vollspeichern direkt. Folge ist eh gleich vorbei. Aber wir gehen noch hier in den Fight. Das kriegen wir gebacken. Der steht über mir, oder was? Andere Dödel. Ah, die rennen da oben rum. Ich komme gleich hoch. Ich guck mich hier nur um. Oh, was? Das sieht gut aus. Das sieht nach einem Rüstungsding aus. Das ist ein Rüstungspunkt. Cells? Mhm.
Nee. Achso, warte. Nee, Cell. Doch, Cells. Dann ist es das hier nicht. Das hier könnte es sein. Shit. Das ist wahrscheinlich das L hinten. Ja, das S mal durch. Ja. Jawollebrollo. Lasst uns ein wenig überziehen, weil ich jetzt nämlich auch keine zweite Aufnahme machen kann. Der boxt mich in den Ding rein, in den verschissenen Fahrstuhl. Ja, das war wohl absolut nichts. Kate, bist du gerade irgendwie wie Child? Nach oben, sehr gut. Bin ich jetzt bei direkt bei dem? Nach oben, Erdgeschoss. Waren wir im Keller? Ja, da ist schon der Boden oder irgendwie sowas. Lebenszeichen entdeckt. Scan-Vorgang läuft. Was ist los? Wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Sprechanlage. What the fuck? Was ist denn das? Das ist eine Sprechanlage. Ah, hier. Hallo? Neuer Scan-Vorgang. Benutzer ist für den medizinischen Sicherheitsbereich nicht zugelassen. Über Gesellschaft würde ich mich freuen. Ist lange her. Aufmachen? Ich glaube nicht, dass zugelassene Benutzer auftauchen werden. Entweder lässt du mich rein, oder du wartest bis in alle Ewigkeit. Deine Entscheidung. Wissen Sie, dass ich ein Computer bin? Ich kann lange warten. Meine biometrischen Scanner wurden darauf kalibriert, nur einen sogenannten Synth-Prototyp zu akzeptieren. What the fuck? Bring Nick Valentine zu... Okay. Benutzer ist für den medizinischen Sicherheit... Also können wir, wir haben ein Secret gefunden. Da. Merkt euch das mal, schaut euch das bitte auf. Nick, mit Nick hier hinkommen in die Wim-Fabrik. Und dann mal schön Rambazamba machen. In den medizinischen Bereich überall hinkacken und sowas. Einfach nur, weil es eine Frechheit ist, dass wir da nicht rein dürfen. Wir sind immerhin Hans Duckenbauer. Wir sollten überall reinkommen. Erdgeschoss. Was ist das denn? Was das? Hä? Nein, Kate, wir werden nicht verfolgt. Bitte schön. Oh Gott, was ist denn hier los? Warum brennt's denn da? Kate, da ist ein Stück Schisse. Oh oh. So. Boom, 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 ring, ding, 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 dang. Nochmal schön den Arm einmal. Auch keine schlechte Idee. Komm, hier, Critical für dich. Und weiter. Weiter schießen. Na, ja, das war echt einfach. Radioaktive Drüse. Bäh. Durch Kacke drin. Kate, geh mal weg. Kate! Ich muss doch gucken, was hier ist. Au, Kate, der ballert mich voll eklig an mit einem elektromagnetische Kartusche. Wir haben doch die Dinge. Ihr sagt wieder nichts, Leute. Wir haben doch die Boom. Pass mal auf. Ich kann nicht sehen. Willst du sterben, Mensch? Ich krieg dir den Dreck von meinen Habt ihr was gemerkt gerade, Moll, ha? Habt ihr das gemerkt, ha? Ob ihr es gemerkt habt? Scheiße, die war irgendwie gar nicht so stark. Ich hab die Stärke in Erinnerung. So, dass sie voll brutal einfach alles wegbasht, was auf das sie trifft. Einfach so den Insta-Dead. Schießt immer noch mit so einer kleinen schallgedämpften Pimmel-Pistol. Ein neues Terminal. Button. Least. Also, na, dumm. Shit. Sie noch nie so todessüchtig gesehen. Ja. Oh Gott. Alter, gibt mir voll eklig. Thing. Das könnte es. Nee. Doch, das könnte es sein. Ja. Benachrichtigungsnotiz, Hinweis. Zählen Sie noch einmal alle durch, um sicherzustellen, dass keine Besucher im Braubereich abhanden gekommen sind. In diesem Abschnitt befinden sich die Steuerungssysteme
Mittels derer die verschiedenen Konzentrate und Sirupe, die unsere Getränke ihre charakteristischen Noten verleihen, über Pumpen hierher befördert werden. Hier wird also auch die Pumpe sein. Dort unten werden sie mit reinem Quellwasser aus Main vermischt. Um ein absolut gleichmäßiges Mischungsverhältnis zu erreichen, werden wir eine Kombination aus Rühr- und Luftversetzungsanlagen verwenden. Okay, weiter zur Abfüllung. Wo bin ich hier? Wir kamen vor ein paar Wochen auf die Insel und seitdem verspüre ich eine eigenartige Ruhe. Keine Ahnung, ob das diese komische Wimmzeug ist oder der Nebel ist, aber bei den anderen scheint es noch nicht so zu sein. Wenn überhaupt, sind sie noch gewalttätiger als vorher. Wir haben heute eine weitere Gruppe Harbor-Bewohner erledigt. Ich habe größtenteils nur zugesehen, wie Grun, sich durch das Lager geprügelt hat. Keine Ahnung, warum wir das überhaupt noch machen. Auf der Insel gibt es so viele Jagdmöglichkeiten, aber als ich es erwähnte, drohten die anderen, mich zu töten, falls ich so schwach wie einer dieser Menschen werden würde. Grun wollte mir eine verpassen, allerdings ist der so langsam, dass ich ihm ausweichen konnte. Das heißt, das hat ja alles ein Mutant geschrieben. Ich verschwinde von hier. Ich habe einen Plan. Im Büro habe ich das Passwort für den Lagerbereich gefunden. Wenn ich Grun in diesem Kellerabschnitt einsperre, werden die anderen es wahrscheinlich nicht schaffen, das Terminal zu entsperren. Während sie versuchen, ihn rauszuholen, kann ich verschwinden, bevor sie es überhaupt bemerken. Dann suche ich mir ein ruhiges Plätzchen, an dem ich alleine leben kann. Und wenn Grun da rauskommt, ist er wahrscheinlich so wütend, dass er sie angreift. Schön, Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Das ist doch jetzt aber nicht für den Grun nochmal die Tür. Oder hätte ich von hier vielleicht sogar die andere, rückseitige Grun-Tür öffnen können? Weiß ich nicht. Ich will noch den Kill machen. Und dann gehen wir. Immer offline gehen. Oh, hallo, Sir. Ein Kriegsfürst. Ein Kriegsfurz. Hier. Wow. Was für ein krasser Treffer. Endlich stehen. Blöder. Fuck. Nein. Du Gesicht einer Mutter. Oh, Leute, 36. Okay, das mache ich dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.